Pina, wir würden gerne ein Spiel mit dir spielen. Mhm. Hast du ein bisschen Hunger? Ich wurde von euch schon abgefüttert. Spargel habe ich gegessen. Du hast noch Spargel bekommen? Ja. Du nicht? Ich habe keinen Spargel mehr bekommen, nur eine Kartoffel mit Soße Hollandaise. Echt? Nee, ich hab bestimmt 6 Spargelstangen gegessen. Und eben noch so ein Wurstbrot. Dann gut, dass wir noch ein kleines bisschen mehr für dich zu essen vorbereitet haben. Ja. Ihr seht hier 2 Tische voll mit unterschiedlichen Gegenständen. 4 von diesen Gegenständen sind essbar. Welche das sind, müsst ihr durch Reinbeißen herausfinden. Dafür wählt ihr nacheinander einen Gegenstand aus, den ich dann anreiche und in den ihr dann reinbeißt. Insgesamt gibt es 4 essbare Gegenstände. Ich muss es nochmal wiederholen. Wer zuerst 3 davon findet, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der Gast. So, dann sagt ihr nochmal. Verstanden. Also vor uns liegen Gegenstände und 4 davon sind essbar. Cool. Vielleicht hörst du hier. Das ist echt gemein. Wer fängt an? Pina fängt an. Ich fange an. Ja. Oh, ich habe so ein bisschen Angst. Hast du gute Augen? Weil das ist hier von Vorteil. Wenn ich habe Linsen drin, ja. Ah, was also für eine man Stärke kann hast zumindest denn? Minus 2,75. Oh. Also ohne würde ich gerade mal sagen, hallo, wer bist du? Der Ralf. Aber freut mich. Also wenn es glänzt, würde ich sagen, wenn das so glänzt, dann ist das echt. Okay. Ich würde mal diesen Schuh da nehmen. Der sieht nach Schokolade aus, ja. Okay. Der ist aber auch so ein Puppenschuh aus ranzigem, ekelhaftem Leder. Du darfst ihn nicht anfassen. Nicht anfassen? Wie soll ich das denn machen? Ich reiche dir mal den Schuh. Oh, der ist aus Gummi. Das sehe ich jetzt schon. Trau dich. Der ist aus Gummi. Ja. So, ja. Also ich würde mal die Schachfiguren nehmen. Die Schachfiguren? Ja. Meinst du, dass jemand so akkurat? Ja. Ich glaube, das ist sowas. Ich habe auf dem Kölner Weihnachtsmarkt am Roncalliplatz. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Echt? Und da gibt's ja. Oh, ja, Mandeln. Ja. Am liebsten auch im Sommer. Schön. Warte, ich reiche dir mal. Ich wünsche guten Appetit. Ja. Scheiße. Nee, und da gibt's ja manchmal so Schokoladenwerkzeuge oder und sowas. So Sägen. Dachte ich, weil das von der Farbe jetzt. Aua, jetzt hat mir ein bisschen wehgetan. Das ist echt schwierig. Ich würde die Kerze probieren. Die Kerze? Das ist echt fies. Wenn das Wachs ist, das kriege ich nie wieder aus den Zähnen. Guten Abend zu den Tagesthemen. So, da kommt die Kerze. Und du darfst sie nicht anfassen. Ich reiche sie dir mal. Einfach mal beherzen. Das muss ich nicht essen. Das Geräusch ist schon sehr gut. So, ich halte es mal so fest. Oh, die ist echt. Ich habe was Falsches ausgesucht, ich merke das schon. Trau dich. Ah! Das ist richtig. Zucker. Nee. Das ist essbar. Nee. Zeig mal. Mal. War super. Das ist ja geil. Wir haben die Farbe bewusst so ausgewählt, oder? Das ist ja geil. Wonach schmeckt die? Marzipan. Marzipan. Und außen ist so ein bisschen, so wie Liebesapfel. Zuckerguss. Ach so. Mhm. Zuckerguss. Willst du auch hier mal reinbeißen? Nee, danke. Kann man. Nee! Ja. Super. Das ist lecker, ne? Aber man. Aber man. Boah, lecker. Damit könnt ihr an den Markt gehen. Aber man sieht es wirklich 0,0. Mhm. Neo Magazin Schoki. Okay. Oh, Entschuldigung. Das ist der Jan. Ich würde den Hammer nicht. Ah, doch, den Hammer. Oh, den Hammer. Echt? Der glänzt. Bist du wirklich sicher? Ja. Der glänzt. Okay. Ich hoffe, du bist gut versichert. Ich reiche dir den Hammer. Ben? Ach so. Hey! Und dann mal. Boah. Gesund, eisenhaltig. Das ist ja geil. Und den Stiel auch nicht. Doch, doch, den kann man auch essen. Das ist ganz weich. Oh. Wer macht nee, das? Respekt. Wow. Alter Schwede, der Stiel ist auch echt. Aber okay. das war wirklich. Ich hab gedacht, als du mir hergeholt hast, scheiße. Mhm. Ja, das sah sehr echt aus. Also gut, 1:1. Pina ist dran. Die Klopapierrolle. Die Klopapierrolle. Ich suche mir die schönen Sachen aus, oder? Erstmal nur ein Blatt. Wer macht denn diese Sachen eigentlich? Ja, das ist toll. Wait.
Doch, ich glaube, ich habe das richtig ausgedrückt. Ich glaube, ich kann da ganz gut reinbeißen. Irgendwas, aber ja. Ist nicht essbar. Nein. Oder? Das schmeckt wie Klopapier. Ist das nasses? Ist das nasses Klopapier? Ich glaube, es ist was zu essen, oder? Ja, doch. Ja. Das schmeckt aber gar nicht. Das schmeckt doch gar nicht. Das schmeckt nicht. Wie Esspapier. Das ist Esspapier. Esspapier, ja. In der Mitte ist. In der Mitte ist so ein Keks drin. Bei mir hat man gedacht, das wäre essbar. Ja, ist essbar. Ist essbar, okay, super. In der Mitte ist Kuchen. Okay. Also? Kannst du mit nach Hause nehmen? Also, ein Riesenapplaus wert für die Stimme. 2-1, oder? Wie ist eigentlich die Kantine in Lokstedt am Ende? Ist okay. Und wenn du Abendschicht hast, gibt es noch was zu essen? Nee, ich glaube, die machen um 20.30 Uhr zu. Man muss sich immer was mitnehmen. Wir bestellen auch ziemlich viel. Ja. Oder ich freue mich, wenn mein Mann mir so ein Care-Paket mitgibt. In der Tupperdose. Der ist so nett und macht das manchmal, ja. Ich nehme den Zauberwürfel. Der Zauberwürfel. Der stach mir die ganze Zeit schon so ins Auge. Der ist auch schwer nachzumachen, aber das könnte tatsächlich sein. Nee, scheiße. Sieht auch nach Plastik. Aua. Leider nicht, leider. So, immer noch. Also so langsam wird's eng. Ach, wie gut dieser Hammer ist. Ich nehme die Tasche. Ist das eine Tasche? Was ist das? Das Schwarze da? Die Tasche. Die könnte mal, die würde, glaube ich, nicht so, oder doch? Ja. Ich versuche hier irgendwie logisch dran zu gehen. Ja, die ist voll ekelhaft. Sag mal so viel. Es ist keine Maultasche. Leder. Na, Leder. Sondern Leder. So. Bleibt das nicht, oder? Nee. Da ist die Tasse doch nicht drin. Doch nicht echt. Komm, dann gib mir die Tasse. Ja. Gib mir die Tasse. Die Tasse. Die ist auch nicht eklig, wenn man reinbeißt. Nee, eben. Emaille. Ich halte an. Wohl bekommt's. Ah, aua. Leider nicht. Ah, das war leider sehr unangenehm. Es fehlt ja nur noch eins, ne? Eins müssen wir noch. Auf keinen Fall der Aschenbecher, das glaube ich nicht. Du weißt, in Seife reinzubeißen ist auch richtig fies. Aber wie viel Zeit haben wir noch? Kann ich das auch die Einlage, Schuheinlage? Psychologisch, ich würde sagen, die würden uns niemals in Seife beißen lassen. Ich glaube schon. Glaube ich nicht. So ist gut, ich glaube, ihr habt Grenzen. Seife wird nicht. Schauen wir mal, ne? Na gut, dann nehme ich die Seife. Weißt du es denn? Weißt du denn, wo man reinbeißen kann und wo nicht? Ich weiß es, ja. Ich hoffe, das ist weiße Schokolade mit Crisp. Und du tust mir jetzt ein bisschen leid. Oh Gott. Nein. Ich scheu mir gleich. Gib mal die Hupe. Ja? Ja. Die Hupe. Das ist auch noch so eine Öko. Vor allem, wo kriegt man so eine Seife her? Die schmeckt noch nicht mal nach Vanille oder Erdbeere oder so. Warum das weiter mit der Seife? So. Ja, wenn dann weiß ich oben rein, dann kann nichts passieren. Comedy. Das ist Comedy. Gibt's doch nicht. So, leider nicht. So. Ich nehme jetzt die Kreide. Kreide? Ja. Es muss doch irgendwie der Hintergedanke sein, das nimmt sie nicht, weil das ist eklig. Kreide könnte Pistazie sein. Ist aber Kreide. Boah. Ich will nicht mehr. Das gibt's doch nicht. So. Ja, dann gib mir mal die Schuhsohle. Schuhsohle. Die Sendezeit muss doch langsam um sein. So. Du, ich glaub, ja, das ist einfach. Das Esspapier. Das ist einfach. Nimm mir die Schuhsohle. Ich tue es mal wieder rein. Ey, aber das ist echt hart. Ente, ich hab keine Ahnung. Das stell ich mir nicht so gemein vor, da reinzubeißen. Komm, Entchen, so, komm, komm, Entchen, komm. Möchtest du gerne vorne oder hinten reinbeißen? Vorne. Die ist echt. Ah, oh, die ist echt, ich glaube. Aschenbecher nicht im Ernst. Der Aschenbecher sieht am unechtesten aus. Am echtesten. Ja. Gibt's ja gar nicht. Willst du probieren? Wer, ich lasse ihm den Vortritt. Ich mach's gerne. Okay. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. So, beiß mal richtig fest. Darf ich rein? Die Hände? Man kann reinbeißen, er ist aus Zucker. Aber ich kann da nicht reinbeißen. Ist zu hart. Okay. Ja, es ist zu hart. Nimm noch mal den Hammer. Ja, genau. Es ist total klebrig. Aber probier mal. Hier. Es geht nicht. Ja, aber ja, kann man essen. 2-2. Unentschieden, also hat unser Gast gewonnen, Pina Atalay. Wann bist du wieder bei den Tagesthemen? Am Wochenende wieder bei den Tagesthemen. Das war Wer kostet die Welt?